Also wir sollen uns also von den Typen den Blog durchlesen. Wird wahrscheinlich super spannend, dass wir so krass ausrasten werden und dann gleich eine Heist darüber starten werden. Nee, keine Ahnung. So. Ich gehe einfach rein und wieder raus und fertig. Moin! Ich bin jetzt ein Computer. Ja. Okay. Web. Ach du Scheiße. Klick auf den Celebrinator Link. Alter, ich habe 10 Mails. Geh zurück auf die iPhone-Startseite. Nee, ich muss jetzt erstmal meine Mails. Ihr Lächeln, Shyla. True Woman Judge Smile. Entscheiden Sie Türen der Nachtgetränke, Penis, Mund des glücklichen Datums. Neues Wunder formell das weiß wird. Die Zahnarztgrad der Bestandteile wird weiß, umfassen Produkte, die einige Zustände für super weiße Zähne werden verboten. Sehen Sie überzeugt mit einem Berühmtheitslächeln. Frauen, neue Zähne fallen jetzt heraus. Auftragsscheiler. Was? Aha. Friends with Benefits, Healthcare. Die billigste Krankenversicherung. Jetzt ist es soweit. Präsident Lathan will vielleicht nicht, dass sie Zugang zu günstigsten Behandlungen haben, aber wir schon. Privat, gesetzlich, Selbstbeteiligung. Warum muss alles so teuer und kompliziert sein? Wir wissen es nicht und wenn sie immer noch lesen, wissen sie es auch nicht. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Krankenversicherung einfach zu machen zum Festpreis von nur $10,000. Bietet unsere Versicherung Ihnen und Ihrer Familie lebenslangen Zugang zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung. Jawohl, lebenslang. Kein Haken, nichts Kleingedrucktes, keine Voruntersuchungen. Sind Sie alt, dick, illegal im Land oder todkrank? Wurden Sie von anderen Versicherungen bisher immer abgelehnt? Keine Sorge, wir nehmen jeden an mit offenen Armen. Wir diskriminieren unsere Kunden nicht. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, in Ihre Zukunft zu investieren. Handeln Sie jetzt. Schreiben Sie noch heute an Friends with Benefits Healthcare. Alter, was? Ist das Scam? Buster Higgins, Babysitter gesucht. Hallo, ich bitte Ihren Kindern bei Tag, am Abend und in der Nacht liebevolle Betreuung. Alter und Herkunft spielen keine Rolle. Ich bin ein reifer, verantwortungsbewusster Mann. Nachforschungen über meine Person sind nicht nötig. Schicken Sie Adresse und Bilder der Kinder, fahren für das richtige Kind auch weiter Strecken. Günstiger Preis und ausgezeichnete Referenzen. Beste Grüße, B.H. Tony Prince, Site. Hey, hier ist der Link. You've been celebinated.com. Schnapp ihn dir, ich hab was geplant. Danke, Tony. Das schauen wir uns gleich an. Ernesto Lopez, Grüße. Luis, ich hoffe, es geht dir besser als beim letzten Mal, als wir uns gesprochen haben. Hör zu, ich halte mich nicht mit Nettigkeiten auf. Ich schätze schon, dass dein Leben als Zuhälter und Drogenverticker und Clubtyp toll ist. Aber du bringst Mom noch um. Sie macht sich echt krasse Sorgen um mir reicht's jetzt. Wenn die Kinder in der Schule sind, hätte ich echt gute Lust, zu dir zu kommen und dir mal richtig die Meinung zu sagen. Du bist echt erbärmlich, Kumpel. Du machst mich krank. Dein Leben ist ein Witz. Werde mal vernünftig. Ich schäme mich, zum Bruder zu haben. Ich schäme mich. Ich tue es so, als würdest du gar nicht existieren. Meine Kinder denken, du wärst tot. Aber Ma hat was Besseres als dich verdient. Deswegen schreibe ich eine Mail. Also komm mal mit deinem Leben klar oder du musst dich von mir verantworten. Dein Bruder Ernesto. Da können wir es darauf antworten, gut oder schlecht. Ernesto, mein lieber Bruder, ich hoffe, es macht dich immer noch so viel Spaß, als Buchhalter zu arbeiten. Du hast so ein Glück, den ganzen Tag nur Zahlen sehen. Ich vermisse dich, Bruder, wirklich. Aber jetzt, wo du aus der Stadt weg bist und Mama kein Geld schickst, bin ich so ziemlich der Einzige, den sie noch hat. Tja, ich bin nicht perfekt, aber zumindest habe ich meine Mama in den letzten 5 Jahren mal gesehen. Du rufst sie nur 2-mal im Jahr an, dann schreist du mich an und verschwindest wieder in irgendeinem Vorort. Also bitte fick dich, ich weiß, dass deine Frau dich nicht ranlässt, obwohl sie versucht, was mit mir anzufangen. Dein lieber Bruder Luis. Nice, gesendet. Hat man da auch, da kann man auch antworten, da kann man nichts antworten.
Der Toni antwortet mir gleich: Hey kleiner Bruder, warte mal, das ist Letta Lopez Wilding, kennst du Neuigkeiten? Hey kleiner Bruder, hab was aus dem mittleren Westen gehört. Anscheinend hat Dad auch seine neue Familie verlassen. Erst die Army, dann uns und jetzt seine neuen Kinder. Er lebt jetzt mit einer Kellnerin zusammen oder so. So ein verdammtes Arschloch, Al. Ich kann einfach nicht glauben, dass du immer noch diese Fotos von ihm aufgehängt hast. Naja, dachte, es interessiert dich. Werd bloß nicht mal so wie er, okay? Ich weiß, dass du be was Besseres bist. Wollte ihn dir nur mal sagen. Liebe Grüße, Letta. Hey Schwester, dachte mir schon, dass das mal passieren würde. Der sich nicht unter Kontrolle. Schick mir mal Fotos von deinen Kindern, dann hänge ich die von Dad ab. Liebe Grüße, Luis. Dann antworten wir darauf. Danke. So, wir müssen jetzt zurück auf die Startseite. Click auf Celebrinator Link. Da, youbeencelebrinated.com. Klicke auf einen Kommentar schreiben. Okay. Aha, da. Private Party Tony Queen und seine Stricher Prinzessin Luis Lopez sind mal wieder gut dabei. Abgesehen davon, dass sie das am wenigsten überzeugende Nicht-Pärchen seit den zwei Männern sind, die sie sich mit einem gepaarten Albino in Las Venturas vergnügt haben. Bestehende Queen und Queenieren nun rauf die paar verzweifelten Idioten, die sich überhaupt noch die Mühe machen, das mittlerweile irrelevante Maisonette zu besuchen, aus ihrem Club zu werfen. Kommt mal wieder runter, hallo ihr Süßen, euch will doch sowieso niemand dabei zusehen, wie ihr euch gegenseitig mit einer Lapdance beschenkt. Alter, was hier alles ist. Na ja gut, dann schreiben wir einen Kommentar. Your name, your comment, messenger.pr. Hey Mr. Silvanette, wir hier im Club sind totale Fans deiner Seite, darum sind wir echt erstaunt, solche gehässigen Mist zu lesen. Ich bin sicher, dass du uns nicht beleidigen willst. Ruf uns doch einfach an und wir finden einen Weg, die Sache aus der Welt zu schaffen. Lass uns hinter den Kaffee. Was? Der ist ein Tit George? Was? Ja, hat das ein bisschen länger gedauert, weil wir noch die Mails alle gelesen haben. Aber ist ja egal. So, rufen wir Toni. Toni an. Luis, how do you like his sight? Who the fuck does that guy think he is? What? You seen the picture you and me that motherfucker put up there? Yo, that asshole's gotta be taken care of. You're meant to be the rational one here, Luis. Look, I'll see what I can do about it. I'll be in touch. Na gut. So, wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Wir müssen eigentlich wieder zurück. Ja, das liegt auf dem Weg. Oder das, ja, das ist eher. Das geht ja noch. Wir fahren wieder rüber zu Toni. Wir kümmern uns mal um das Problem. Wir haben ja für Toni ja fast kaum Missions gemacht. Ne? Wenn ja immer nur bei anderen ab, so Nebencharakter, glaube ich, sind das eher. So, Yusuf und sowas, das ist eher, glaube ich, so eine Nebensache. Ich meine, es gehört schon zur Story, aber es ist eher so ein Nebencharakter, weil Toni steht ja hier eher so als Hauptcharakter da. So wie auch Luis, beide. Mit dem Club und so weiter. Hey Tom, what's happening, boss? You've been hanging out with people behind my back? I've been trying to make us some money, yeah. You have anything to do with a little boating accident that went down and it's all over the news? I don't even like swimming. Good, because the people on that boat were good people. Freedom fighters trying to stop people smuggling in Asia. Really? I heard there was shit. No, I'm shitting with you. They were arms smugglers, pitched at some of the worst governments in West Africa. But I had you. I fucking had you. You fucking idiot, Luis. Don't turn into a freedom fighter. We don't have the luxury of that right now. And stop going solo on me. Not now. I wasn't involved, eh? Of course not. But if I had been, it would have been for us, for the business. Sure. You be careful, Luis. Ja, das ist natürlich. Ich finde das so ein bisschen krass, wie man hier in GTA 4 sogar noch so entscheiden kann, will ich das tun oder will ich das nicht tun. So, wo man Entscheidungen hat, wo die Story ein bisschen anders ist. Ich meine, die Missions, die können wir jetzt noch nicht anders umentscheiden für Yusuf. Da können wir nicht sagen, nee, machen wir nicht.
ist das ja schon. Mal zu Tony. Bang, bang. What's your problem, man? Where's Tony? Where's Tony? Where's Tony? What's wrong with... Hi, Evan. You're looking cut. Hi, Evan. Like a drink? Hi, Evan. If I wasn't straight, I'd ravage you right now. Evan, where's Tony? He sent me to here. Who cares about fucking Tony? The man's a neurotic. He's back on drugs. He's looking old. He refuses to get any work done. And P.S. the man's a wreck. Then break up with him for the last time and fuck off out of all of our lives, please. Wow. Somebody's got his sister's underwear on by mistake. Ay, Dios mío. Evan, look, I always thought that even for a coke boost and steroid junkie, you were a particular asshole. Okay, I'm just gonna admit that. Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom. Hey, Tony, get up. Ah, piss off. Come on, get up, man. Let's go. Ah, piss off. I wanna die. Okay, man, if that's how you want it. Yeah. Come on. Oh, yeah. Come on. Let's go. Better? Oh, great. Come on, Bobby. Let's go. This way. This way. What? Come on. Come on, fuck this. So we have something to take care of. I ain't having you screw up. I should have let your parole officer put you back in prison all those years ago. You're a degenerate. What about me? You guys can't just leave me here. Yeah, good point. Oh. Now fuck off, Evan. You gave him the pills. Be gone before I get back. Let's go, Bobby. Come on, you got it. Let's go. I'm good. Fucking Adderall! Oh, wait. What? I forgot something. Forgot what? The explosives. Explosives? Yo, what's wrong with you, man? You want a nightclub, not a terrorist, huh? Ow, Rocco's gone nuts. He's gonna burn the clubs down for insurance. He's gonna fucking kill us. Yeah, he's gone crazy, and you're running around with some bombs, okay? What kind of drugs are you on? I hope they're strong. I told him I'd take care of his union problems for him. It's the only way out. Either that or they kill me. Yeah, I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Blowing shit up ain't exactly your side of the business, okay? It's not your forte. What do you care about the business? You got your fucking head in the clouds, huh? You think you're a big shot. You're a nothing, and soon you're gonna be a dead nothing. Yeah, no doubt, boss. Now where are you going? Think I got a guy digging up Frankfurt Avenue for Liberty Electric. Okay, what else? The transport workers guy is driving an out-of-service subway train through North Holland. I meant to take the whole thing out. A subway train? Jesus Christ, please tell me that's it. The head of the LTA is out of Francis International in his private jet. Man, you'll probably blow yourself up as soon as you walk out the door. You ain't doing this. I got to. It's the only way you can survive. Get out of my way. I'm sorry, as much as I'd like to right now, I'm not letting you kill yourself. Try and stop me, huh? Okay. Oh! Oh. Shit, Tony. You're a real piece of fucking work, you know that? Tja, das ist ja toll. Das erste ist jetzt ein Baustellverarbeiter, es bedient den Kran in der Nähe. Wo bedient den Kran in der Nähe? Boah, Alter! Fundamente mal werfen.
Nein, 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 nein. Also. Boah! So, da ist weg. Die Baustelle hat mich richtig genervt irgendwie. Das nächste Ziel ist in einem aus. Ein schwerer U-Bahn-Wagen. Fein. Beim Tunnelausgang ab. Abfahren, okay. Something for you. Okay, wir sollen jetzt zerstören. Boah, wir müssen mehr. Boah. Alter! Gibt es einen Flughafen, das Flugzeug, das nächste Ziel ist, gibt ab um 15.45 Uhr. Und ich schon wieder irgendwas mit Flughafen, scheiße. Wir wissen ja alle, dass der Flughafen ein komplettes Sperrgebiet ist. Es hat aber so ein bisschen was von diesen GTA 5 Missions mit Franklin, diese Attentat-Mission. So, fahren wir jetzt hier weiter, dann sind wir doch eigentlich ja gleich da. Ja, das schaffen wir. Let's find this dumb fuck and get out of here. Nein, falsche Seite, Kollege, falsche Seite. That's gotta be him. Jawohl. Boah. Oh, da sind wir, hallo. So, was muss ich jetzt noch mal? Ein Bunker oder noch ein Schiff? Alter. Ist ja jetzt mal gut, ne? Holiday's over, bro. So, werde die Cops los. Jetzt dann, wenn die Cops erstmal. Jetzt, wenn die Cops mal ein bisschen. Hier. Interessiert auch von der ganzen Missions. Oh, der Wagen zerreißt gerade, richtig. Oh, langsam, langsam.
Wir gehen jetzt auf 2 runter, ja. Genau, ich bin in Bravado Buffalo. Oh, langsam. Hier. Jetzt ist hier. Okay, gut, wir haben es geschafft. Eine Bombe verschwendet, ja. Naja. 2500. This explosive bullshit, or are you gonna insist on blowing yourself up? I got us into this mess. Exactly, man. Thank you, partner. You should know that Evans walked out on me. We're over. Yeah, I heard that before, T. If it's real this time, it's a good thing. He's dragging you down, man. He's a fucking parasite. You need to concentrate on getting your own life together. See you soon. Wo sind wir jetzt? Wir könnten jetzt mal Mori machen. Fahren wir zu Mori.